Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Umberta City auf Gangsters mit dem Ryan. Wir müssen jetzt ja fünf Leuten, zwei Zwillinge und drei Gehilfen, den Garaus machen. Weil sie uns betrogen haben und naja, ihr wisst ja, jeder, der uns betrogen hat, den geht's nicht mehr so gut. Die stehen auch alle so ein bisschen beschissen. Feind gesichtet! Siehst den da? Kannst den treffen, Jo. Verpasst den erstmal eine Wunde. Der schießt zurück, der Arsch. Der hat zurückgeschossen, der Wichser. Triff ihn. Treff ihn. Sauber, du hast ja deine eigene Deckung zerschossen. Angst vor dem Wolf? So mag ich das. Ach eh, ach eh. Wo schicke ich dich denn jetzt hin? Ja, komm. Da hinten hin. Passt schon Zeit, irgendwie. dir eine Lektion zu erteilen. Alter, nach da oben soll es jetzt hingehen. Das ist jetzt schon eine Jonas-Zwilling. Feuer frei. Verfehlt. Feuer frei. Treffer. Und trotzdem hat er ganz schön Bin viel dran. Leben. Scheiße, viel Leben hat er. Jetzt Da sind geht's ja die Knallköpfe. fix nach da. Und ja, muss ihn halt jetzt Kugelhagel verpassen. Ernsthaft, der Kerl hat nur 10 Leben. Pass auf, jetzt kriegst du auf die Fresse, Squeaks, von ihnen. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du? Ja. Oh mein Gott. Squeaks, Glück bis zum geht nicht mehr, Mann. So, du verschanzt dich dahinter. So, wen siehst du denn jetzt alles? Den da könntest du umnieten. Du kannst jetzt alle irgendwie treffen. Das ist toll. 42. Ich hätte den schon mal gern raus. Das ist also hier. Den. Das dauert, bis der dran ist. Da kannst du Quicksin wegfegen. Schön, 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 schön. So, jetzt kommen die anderen dran. Oh mein Gott. Oh, Squeaks, du Glückspilz. Das ist Oh, endgültig. bevor er geschossen hat, hat er da schon die Kugel kassiert. So will ich das sehen. So, du siehst ihn da und da hinten den Kerl. Kannst sogar auch gut treffen. Den da hinten siehst du nicht. Egal, dann schieß mal auf ihn hier. Ach, du hast eine blutende Wunde. Feuer frei. Feuer frei. Oh, 22 Schaden. Das kümmert den kaum an. Angst vor dem Wolf? Nö, 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 ich nicht. Du bist ja auf meiner Seite schließlich. Das ist Nia, der ist Nahkampfkerl. So ein Scheiß. Weg mit dir. Ich sagte, weg mit dir. Lektion Nummer Tod 1. atmen, schön. Das freut mich aber. Wo steht denn der Kerl da hinten? So, Doc, du gehst nach da. Den hast du 22 und den 58. Schieß mal. Ach, Doc. Nachwegs hat da getroffen. Du hast auch schön Damage gemacht. Bin soweit, Boss. So, jetzt weiß aber, du musst den Kerl. Flankier mal den Kerl einfach. So. Und dann schießt ihr nieder. Ich bin so viel besser als du. Da ist da auch noch ein bisschen Deckung.
Schieß einfach mal blindlings lang. Kommt der hier? Oh, kassiert erstmal vorher noch einen Schuss. Und Alter, oh. Wohin jetzt? Richtig schön nah an diesen Zwilling. Den verpasst jetzt eine. Feuer frei, Mann. Blockiert. Ah, schön, schön, schön. So, jetzt prügelt sie nochmal richtig eine rein. Zack. Reines Glück. Mordlust. Ach, Dreck mal an den Kerl, da hinten kommst du gar nicht. Was ist hier, Zorn? Bis Ende der nächsten Runde wüten. Angriffsschaden wird erhöht. Angst vor dem Wolf? Wolf. Stell ich mal nach da. Siehsten, tusten nicht. Ja. Doc. Du läufst nach da. Und schießt mal auf ihn. Oh. Schießt nochmal auf ihn. Das war zu viel Tolle meiner Medizin Sache. Für ihn. Taktiker. Auf jeden Fall, schau doch mit den Jonas-Brüdern. Keiner bescheißt mich. Und das auf Nicht die Fresse mehr viel kriegt. Übrig von der Jonas-Zwillingsbrüder-Gang. Ja gut, auf jeden Fall, die sind schon mal raus aus dem Geschäft. Sie haben uns beschissen. Sie haben auf die Fresse gekriegt. Sie sind tot. So, für den Kapo erhöht den Listwert. List. Verfügt Charakter mit viel List über mehr Aktionspunkte. Oh, und höhere Wahrscheinlichkeit für Treff. Auf jeden Fall als Scharfschützengewehr-Typ. Sniper. Squicks erhöht Schaden Ferngriffen. Ja, klaro. Doc. Cleverness. Cleverness. Agiert im Kampf häufiger. Geilo. Wolfi, Fernkampf. Fixed Berserker erhöht AP um 4 Punkte, wenn die Gesundheit unter 50% fällt. Ja, doch, ist schon mal was. Er ist ja schließlich meine Frontsau, Mann. Und Andersen, die, ja, weiß nicht, die ist einfach irgendwie nur Deko. So, aber Squicks, der bräuchte mal eine neue Waffe. Der Chopper hier. Bestechen wir mal hier einen Deputy. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, Boss. Bestellt. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Schön, schön ordentlich Asche. Dann können wir hier wieder auch Geld abliefern. Ach, hab ich schon, oder? Der wollte Schusswaffen. Kaufen wir Schusswaffen. Hey, Soldat. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Gut, 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 gut. Schnaps habe ich. Der will aber Schusswaffen, Mann. Dann würde ich sagen, bevor wir dann in den Kampf reingehen, holen wir uns Waffen. Was ist hier? Was brauche ich jetzt hier rein? Wie viel Geld macht eigentlich jetzt die Gewerkschaft? Gewerkschaft. Gewerkschafter. Ja, 3000. Achso, tägliches Einkommen. 2900 circa. Erledigt, und eine Boss. Schöne Stange Geld. Das Glück kannst gleich da bleiben, dir die Knarre kaufen. Es ist ein freies Land, oder? Und der hat jetzt hier ein besseres Gewehr. Das brauche ich nicht. Verkauft sonst noch hier jemand Waffen? Nee, nur der Kerl hier und der hat ein Messer. Erledigt, Boss. Kauft Waffe. Squeaks wird ausgerüstet. Einfache Maschinenpistole. Pff. Der Chopper. Oh, das Ding sieht doch mal so geil aus. Verkaufen. Schön, schön. Läuft, läuft. Schönes Ding. Schau mal, was wir Na, hier Mann, haben. Ich will nicht noch mehr Schnaps kaufen. Mir fehlen jetzt noch ca. 9 Schusswaffen. Kauft, kauft, verkauft. Hey, Soldat. Oh. Verkauft 23. Wow. Einer meiner Schuldner könnte mir geschehen. Du musst das nicht nochmal sagen. Das Ding brauche ich. So, Verbrecherboss, den schicke ich einfach mal ein Versöhnungsgeschenk. Weil ich es mir leisten kann.
kann. Dann, wo ist meine Werkstatt? Braucht meine Leute mal ein paar Autos? Ich hab ihnen die Marmelade aus den Krapfen gedrückt. Dann würde ich gleich mal nämlich auf... Ich beeile mich, Boss. Joa, Konkurrenz ausschalten, Jagd gehen. Upgrades. Neues Auto. Shit. Ja, ein Sportwagen. Stellen wir da hin, genau. Holt sich den Doc mal. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Ich bin jetzt hier ein Flüsterkneipe. Zweites da. Das war schon ein Flüsterkneipe sogar. Großartig. So, ein teures Geschenk abgegeben. Voll voll. So, letztes Upgrade hier noch für Verschneck. Zack. Freut mich aber. Jetzt habe ich halt immer noch ein leerstehendes Haus. Ich weiß nicht, was da reinhauen soll. Aha. Die Iren sind einverstanden, zu deiner Versammlung zu kommen. Wir sind dort an deiner Seite. Geiler Scheiß. Arbeit macht mich durstig. So, und jetzt werden jetzt viele noch weggeschossen. Flüsterkneipe, Drive-By, zack. Ich beeile mich, Boss. Flüsterkneipe, Drive-By, zack. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. So, dann suchen wir jetzt hier noch einen Deputy aus, den ich bestechen kann. Da war ja noch irgendwo einer. Warte mal. Erledigt, Boss. So, schön, die ist weg. Wird auch instant wieder gemietet. Du musst das nicht nochmal sagen. Darauf trinke ich ein. Schön, wird auch sofort gemietet. Dafür riskiere ich was. Ja, ein Lagerhaus und Sündenbock darstellen. Passt schon, passt schon. So. Ach, der ist schon warm gestellt zu uns. Ist schön. Ach, was baue ich denn jetzt hier rein? Importiert jede Menge, eine gewisse Menge an Bier, Schnaps oder Schusswaffen. Oh, klingt interessant. Darauf trinke ich ein. So, jetzt aber hier kleine Läden. Boomer bringt Profit an dreckigen Geld ein. Ah, okay. Mal Schusswaffen produziere ich jetzt. Ja, so knapp. Brauche ich nicht. Ja, eine Apotheke. Warum nicht? Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Hol ich mir eine Apotheke. Und... Kreditheitszinsen für dreckiges Geld, erhöht Effizienz von Buchmachern. Nee, jetzt gerade nicht so. Ich würde sagen, noch eine Apotheke. Du musst das nicht nochmal sagen. Dann würde ich hier oben eine Destillerie hinbauen. Na toll. Als hätte ich sonst nichts dann zu tun. Dann wasche ich mal mein sauberes und dreckiges. Die verdammte Regierung hat ein ehrliches... Ich habe noch eine Menge Zack. Arbeit. Dann würde ich jetzt mal eine andere Alkoholgeschäfte mal upgraden. Hier, zack, mehr Effizienz. Wo ist die andere Destillerie? Zack. Effizienz, Effizienz. Schön, schön. Ach, das wird toll. Ich produziere sowieso Schnaps. Diese Esel waren keine Gegner. Mehr Effizienz und Lagererweiterung. Oh, ich hoffe, ich produziere überhaupt genug Schnaps. Geld, Apotheke. Upgrades. Zack, zack. Jetzt geht's drum hier. Fix etwas dauert das lange, musst du auch nur illegales Alkoholgeschäft aufziehen. Ah. Erledigt. Und Upgrade. Besser als Mario. Zack, zack. So. Richtig schön Effizienz hochgezogen. Alk wird produziert und schon verkauft. Toll, toll. Schusswaffen laufen auch gut. Bier, ja, passt auch. Schusswaffen sind schon alle gekauft. Sonst gibt es hier noch irgendwelche Geschäfte. Jetzt indirekt. Gut, dann würde ich sagen,
befreien wir mal den Rabbi Goldstein. Okay, ich mache es. Ja, ich habe jetzt Angst, dass ich zu viel Schnaps verkaufe. Halt. Ich halt mehr verkaufe, als ich produziere. North Carolina Avenue. Mit irgendeinem Hotel. Gefängnisausbruch. Hole Rabbi Goldstein aus dem Knast, um das Vertrauen der Juden zu erringen. Die Cops erwarten nicht. Es wird also ein harter Kampf. Oh, ich kann sogar auf automatisch stellen. Das ist schon was schön. Fuck. Jetzt kommt das Unterstützerin ran. Was? Automatisch? Gewonnen! Shalom. Ich habe Nachrichten von Rabbi Goldstein. Er war beeindruckt von deiner Tapferkeit und der Tatsache, dass du dein Leben riskiert hast, um ihn in Sicherheit zu bringen. Tolle Sache, Mann. Es ist geschafft. Die größte Gangversammlung in der Geschichte von Atlantic City beginnt gleich. Die Versammlung im Hayden Hotel, wann immer du bereit bist. Bleibende Wunden, was hat er denn? Angebrochene Rippen, ah, scheiße. Klingt schon. Ich warte mal lieber, bis der gesund ist, aber. Hey, dann danke ich euch auch fürs Video schauen. Dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen.